Auch wenn es so aussieht, wir sind heute nicht beim Handball, wir sind beim Futsal. Wer Futsal noch nicht kennt, wird jetzt schlauer. Futsal kommt aus dem Portugiesischen, Fut von Football und Sal von Sala oder Salung, das heißt Halle. Zusammengesetzt dann eben halt Fußball, Hallenfußball. Man vermutet irgendwo so aus den 30ern, da streiten sich Uruguay und Brasilien, wer es denn zuerst erfunden hat. In Brasilien ist es letztendlich dann aber auch erstmalig als richtiger Ligaspielbetrieb gekommen. Va Ronaldinho Gaúcho, por la izquierda va Ronaldo, por el centro va Rivaldo, va caracoleando Ronaldinho Gaúcho, le va a pegar Rivaldo, gola! Ist Jörg Osowski. Ich bin Trainer beim Futsal Hamburg. Futsal Hamburg ist etwa jetzt 3 Jahre alt. Wo ist der Unterschied? Es ist ein Hallensport. Es wird mit einem Torwart, 4 Feldspielern auf einem Handballfeld, großen Feld gespielt. Es ist, das Sportgerät ist eigentlich das Entscheidende. Das ist nämlich der Ball, der sprungreduziert ist. Das heißt, er springt nicht so hoch, nämlich genau etwa die Hälfte von dem, was ein normaler Fußball bringt. Ich habe hier einmal einen ganz normalen Fußball und hier habe ich einen Futsal, Größe 4. Ja, wird auf 0,5 Bar aufgepumpt, dieser ist bei 0,9, also schon vom Druck her ein ganz anderer. Und richtig sehen tut man es, wenn man sie mal beide aus gleicher Höhe runterfallen lässt. Das hat den Vorteil, dass man den Ball viel schneller annehmen kann, viel schneller unter Kontrolle hat und damit viel schneller Aktionen machen kann, also den Ball nach vorne bringen kann, die Finten sind einfacher und damit eigentlich ein bedeutend schnelleres Spiel hat. Man spielt im Gegensatz, wie es in Hallenfußball in Deutschland üblich ist, ohne Bande. Das heißt, die Pässe müssen auch konkreter kommen, weil es einen Seitenaus gibt. Da wird der Ball nicht eingerollt, wie man es kennt, sondern eingekickt. Futsal ist ja auch mehr so auf das schöne Technische angelegt, also nicht so foul-intensiv wie normaler Fußball. Was sind da so die Unterschiede? Die Unterschiede sind die, das ist so richtig, dass man eben halt die direkten Freistöße kumuliert. Das heißt, man hat pro Halbzeit maximal 5 Freistöße, sag ich mal frei, weil dann wird jeder 6., 7., 8. des Teams, nämlich zu einem Strafstoß, der dann von der 10-Meter-Linie ausgeführt wird. Der Torwart hat seinen 6-Meter-Raum, wie eben halt der 16-Meter-Raum im normalen Fußball. Ein Spiel geht 2x20 Minuten Echtzeit nach internationalen Regeln. Man hat bis zu 7 Auswechselspieler, auch noch ganz interessant. Das heißt, da weiß man, wie schnell es geht. Wie bist du denn zum Futsal gekommen? Ich bin nach Hamburg gezogen vor einem halben Jahr und habe dann geguckt, was ich machen kann. Hatte 19 Jahre Fußball gespielt draußen, dann Pause gemacht für den Beruf. Und dann habe ich gesehen, dass hier in der Nähe dieser Futsal-Club ist. Einfach mal hingegangen und da geblieben. Und warum vom Fußball gewechselt zum Futsal? Ich bin schon ein paar Jahre älter und ich hatte keine Lust mehr hier draußen auf den Aschenplätzen zu spielen in Hamburg. Und nebenbei ist auch das Verletzungsrisiko, das war bei mir beim Futsal sehr hoch, beim Fußball sehr hoch und das ist beim Futsal nicht so hoch. Und bis jetzt bin ich noch unbeschadet davon gekommen. Weil man eben halt sich einfach angewöhnt, nicht in die Gräten zu gehen, nicht den Gegner einfach umzuschubsen, sondern wirklich versuchen, kontrolliert den Ball zu spielen und damit eben mit technischer Überlegenheit das Spiel zu gewinnen. Ronaldinho, Kaká, alle wie sie da sind, haben in ihrer ganzen Jugend ausschließlich Futsal gespielt und dort diese Tricks letztendlich gelernt. Munkelt, dass Deutschland 2011 eine Nationalmannschaft haben soll. Das heißt, man wird natürlich auf DFB-Ebene das Ganze vorantreiben müssen. Ich höre jetzt schon aus ganz Deutschland überall, dass das anfängt zu boomen. Es gibt schon mehrere Ligen. Es gibt in Berlin sogar 2 Ligen. Es gibt in Hessen 3 Ligen. Nordrhein-Westfalen hat schon eine Liga. Futsal ist der Hallenfußball der FIFA. Es gibt da eben halt die Fußball-Weltmeisterschaft dieses Jahr in Brasilien. Es gab die Europameisterschaft letztes Jahr in Portugal. Es ist wirklich der Hallenfußball der FIFA.